Vor Tausenden von Jahren prophezeiten die alten Mayas und zur selben Zeit auf der anderen Seite der Welt vedische Weise, dass ein über 5000 Jahre lang andauerndes, dunkles Zeitalter anbrechen würde. Ein Zeitalter, in dem wir Menschen vergessen würden, wer wir wirklich sind, welche göttliche, lichtvolle Kraft in jedem Einzelnen von uns steckt. Wir würden uns unterdrücken lassen, versklaven, verführen lassen an Angst zu glauben, verführen zu lügen, zu Gier und Gewalt. Wir würden einander und die Erde ausbeuten. Dieses dunkle Zeitalter geht jetzt gerade zu Ende. Die Zeit ist nun gekommen, unser Geburtsrecht wieder einzufordern. Den uns gegebenen freien Willen zu nutzen, unsere göttliche Schöpferkraft wieder zu aktivieren. Uns daran zu erinnern, dass unsere Gedanken, verstärkt durch unsere Gefühle, unsere Realität erschaffen. Jeden einzelnen Tag unseres Lebens. In der Bibel steht: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Wenn das wahr ist, dann ist es jetzt an der Zeit, uns mutig zu erheben, unseren Platz wieder einzunehmen und unsere Schöpferkraft zu leben. Bist du bereit, gemeinsam mit unzähligen anderen das neue, goldene Zeitalter des Lichtes auf die Erde zu holen? Es hier und jetzt zu manifestieren? Willst du zu jenen gehören, die das neue Zeitalter schöpfen? Dann stehe auf und stelle dir vor, wie Wurzeln aus deinen Füßen tief in die Erde wachsen. Spüre unter dir die Kraft von Mutter Erde, die dich trägt und nährt. Öffne dich über den höchsten Punkt deines Kopfes dem Universum und verbinde dich mit der universellen Kraft. Verbinde dich jetzt mit deinem Herzen. Atme tief durch dein Herz ein und wieder aus. Spüre die Liebe in dir, die fest in deinem Herzen verankert ist. Und sprich mir jetzt nach. Ich bin bereit, Kraft meiner Geburt als Mensch und als das schöpferische Wesen, das ich bin, fordere ich hiermit mein Geburtsrecht ein, hier auf der Erde das Paradies zu leben. Kraft meines göttlichen Verbundenseins, Kraft meiner Visionsgabe und Kraft meiner Liebe entscheide ich mich hier und jetzt für dieses Paradies, dass es Einzug in mein Leben und das Leben aller Wesen auf diesem Planeten hat. In diesem Paradies gibt es frische, kristallklare Gewässer, aus denen ich trinken kann, reine Luft, die mich belebt, Nahrung aus gesunden Böden und voller Lebenskraft, Nahrung, die mich stärkt. Ich manifestiere eine Erde, deren Wälder und Landschaften, deren Tiere und Pflanzenwesen geehrt werden. Eine Erde, deren Kinder im höchsten Bewusstsein der göttlichen Naturgesetze heranwachsen, der Einheit allen Lebens. Ich sehe Dörfer, deren Bewohner friedlich, achtsam und im Einklang miteinander und mit der Natur leben. Ich höre das Lachen der Kinder, das die Erwachsenen ansteckt. Ich sehe Schulen, in denen Kinder für das Leben lernen, naturverbunden und in der Verbundenheit mit allem. Eine Welt, in der Liebe und harmonisches Miteinander herrschen. Eine Welt der Co-Kreation und Kooperation. Das ehemalige Geldsystem ist einem Tauschsystem gewichen, in dem jeder aus freien Stücken das gibt,
was er am besten kann. Alle Menschen verfügen über genügend Geld, um gut leben zu können. Freiheit und Liebe zum Wohle aller steht an oberster Stelle. Zum Wohle allen Lebens. Dieses Paradies erscheint jetzt wieder hier auf der Erde. Dies ist meine Entscheidung. Ich bin bereit.